und herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog über die erste Woche am International College of Management in Sydney. Wir nehmen euch mit, wie es ist, an einer der schönsten Locations zu studieren. Ach, das ist Amalia. Das ist Jill. Wir sind eure Student Ambassador. Und aus dem International College of Management in Sydney. ICMS. Wir sollen mir einfach kurz ein paar Wörter über uns sagen. Also, ich bin Jill nochmal. Ich bin jetzt 20 Jahre alt und ich studiere Eventmanagement an der Makro, also an eurer Uni auch. Und in Hamburg, am Campus Hamburg. Und ich komme eigentlich aus Stuttgart und bin dann nach Hamburg gezogen und ich lieb's. Wer bist du? Ich bin Amalia. Wir haben uns im Studium kennengelernt, heißt wir studieren genau dasselbe, Eventmanagement Hamburg. Und ich bin geboren, aufgewachsen in Hamburg, bin jetzt hier in Sydney. Ja, jetzt bin ich hier in Sydney. Ja, und das ist toll. Wir hatten, wie an der Makro auch, sowas wie diese, wie hießen die? Erste Tage. Mhm. Nur hier hieß die Orientation Week, alle nennen sie O-Week. Und da haben wir euch ein bisschen mitgenommen und wollten euch ein bisschen zeigen, wie das so war. Das war sehr cool. Mhm. Es sind echt ein paar krasse Highlights dabei gewesen. Ich glaube, so Erinnerungen, die wir echt auch nicht mehr vergessen werden. Und da haben wir euch mitgenommen und das zeigen wir euch jetzt. Bevor wir jetzt aber euch die tolle O-Week noch zeigen, kommen noch ein paar Ausschnitte von unserer Uni. Hier habt ihr zum Beispiel die Terrasse gesehen und jetzt seht ihr die Uni bzw. das Schloss von außen. Und das als abends zum Beispiel ist das wunderschön. Wir haben auch das Glück, dass wir uns ein Zimmer mit einem weiteren süßen Mädel teilen dürfen. Das heißt, wir haben ein Dreierzimmer und wir wohnen im zweiten Stock. Hier seht ihr gerade meinen Bereich, also Jills Bereich. Das ist mein Schreibtisch und da, das ist Amalias Bereich und dann kommt der Bereich von Nelly. Und guckt mal bitte, wie schön ist diese Aussicht. Das hier ist der Parkplatz und da sieht man dann auch das Kelly-Haus, wo andere Studis wohnen. Und dann gibt es noch die Great Hall, da sind manchmal Veranstaltungen und Vorlesungen auch. Und das hier ist unser Essensbereich, da war es gerade richtig schön, weil wir da so ein Special Buffet haben. Typisch Australien gibt es natürlich auch viele Tiere am Campus. Das hier zum Beispiel ist ein Bandicoot, das Tier gibt es nur in Australien und das ist auch das Maskottchen von der ICMS. Und hier seht ihr nochmal die Uni abends und da war so ein kleines Lagerfeuer, wo wir auch S'mores gemacht haben. Das war richtig gemütlich, da so vor der Uni zu sitzen. Und am nächsten Tag ging es dann los mit unserer Cocktailparty. Tonight is the night. Die ICMS hat jede Orientation Week eine Party, eine Cocktailparty. Genau. Und die ist gleich. Ja, wir haben uns schon ein bisschen ready gemacht. Also wir haben schon Make-up und Haare noch nicht ganz. Komm noch, mal gucken, wie es wird. Ihr werdet es später sehen. Genau, das ist auch eine Überraschung für uns noch. Ja. Dann ziehen wir gleich Kleid an und schicke Schuhe und zeigen euch gleich auch die Location. Genau. Deswegen, see ya! Genau, fertig gestylt ging es dann die Treppen runter vom Schloss in der Great Dining Room, wo die Cocktailparty stattgefunden hat. Und wir haben für euch auch extra nochmal die Location gefilmt und das seht ihr hier. Wir fanden, es war richtig schön. Man hat gemerkt, wie viel Mühe die sich auch gegeben haben, hier mit den Kerzen. Als die Party dann losging, dann gab es auch noch einen Redner, den zeigen wir euch gleich. Der hat dann ein paar Worte übers Studium verloren und jedes Land einmal vorgestellt und begrüßt. Aber bevor wir das euch zeigen, noch kurz unser Outfit-Check. Alle haben sich auch so hübsch gemacht. Das war so cool. Es war so ein Vibe. Genau, und jetzt spricht er über Deutschland. Wie ihr hören konntet, es sind im Moment sehr, sehr viele Deutsche hier, was man gut und schlecht sehen kann. Aber es ist ganz nice gewesen, alle haben sich gefreut und dann ging die Party auch los und mit dem Feiern. Es gab Fingerfood und Endless Free Drinks und auch ein sehr talentierter Musiker. Es war nämlich ein Australier und der hat auch echt richtig gut Live-Musik gemacht, den könnt ihr jetzt im nächsten Clip hören. Oh,
Ihr merkt schon, der Vibe war einfach richtig da. Es war so eine gute Stimmung. Und dann haben wir uns auch Outfit Change gemacht. Das seht ihr jetzt hier. Und dann wurden wir nämlich mit einem Shuttlebus runter nach Manly in einen Club zur Afterparty gefahren. Das war auch richtig schön dort. Party. Also nicht after Party, sondern nach der Party. Ich bin müde. Ja. Wir laufen jetzt den Berg hoch, die Treppen. Genau. Da hoch. Am nächsten Tag nach der Party sind wir dann das erste Mal in der Fähre richtig nach Sydney in die City gefahren. Und der Ausblick von der Fähre ist so krass. Man kann einfach die ganze Skyline sehen. Man kann das Famous Sydney Opera House sehen und die Harbour Bridge. Die seht ihr jetzt auch gleich. Das war wirklich wunderschön. Da waren wir dann natürlich auch beim Opera House, bisschen Sightseeing. Und geendet hat dann die O-Week mit einem Color Run. Genau, das seht ihr gleich im nächsten Clip. Und abends gab es dann eine Icebreaker-Party und wir haben da literally einfach das Eis gebrochen und ganz, ganz viel gefeiert. Aber seht und hört für euch selbst. Es hat echt ganz schön lange gedauert, bis das Eis endlich fertig gebrochen war. Deswegen haben wir uns euch das einfach mal ein bisschen vorgespult. Ja, aber das war unsere erste Woche am Campus in der ICMS und es war einfach richtig, richtig toll, weil wir ganz viele neue Freundschaften schließen konnten und auch einfach, es war zwar mega viel los die ganze Zeit, aber wir haben so viele Erfahrungen gemacht und das schon in der ersten Woche. Also wunderschön. Und das war's auch das erste für uns. Ganz, ganz viele Grüße aus Sydney wünschen euch Amalia und Jill. Und wir sehen uns im nächsten Vlog. Tschüssi!